Wir bekommen es täglich mit. Die Klimakrise, das soziale und wirtschaftliche Gefälle sorgen für eine immer größer werdende Ungleichheit auf unserem Planeten, sowohl global als auch in den Industriestaaten. Doch wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Und vor allem, wie gelingt uns ein Wandel zu einer nachhaltigeren und gerechteren Welt? Für die Klimakrise sind wir Menschen verantwortlich, genauso wie für soziale und ökonomische Ungleichheit. Allerdings nicht alle zu gleichen Maßen. Trotzdem können alle etwas zum notwendigen Wandel beitragen. Aber wie? Ein großer Teil dieses Beitrags für eine nachhaltige Welt liegt bei der Politik. Wir wissen, dass der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und der Ausbau von erneuerbarer Energie nicht von Einzelpersonen erreicht werden kann. Hier muss die Politik Rahmenbedingungen schaffen. Genauso braucht es Gesetze, damit Unternehmen Nachhaltigkeit nicht missachten und außerdem einen angemessenen Steuerbetrag zahlen. Unternehmen können weiters mit lokaler Wertschöpfung und der Transformation zu einer Kreislaufwirtschaft im Gegensatz zur Wegwerfwirtschaft ihren Beitrag leisten. Hier kommen wir jedoch zu einem bedeutenden Punkt. Das Zusammenspiel der Verantwortung von einzelnen Personen und großen Playern ist beim Thema Nachhaltigkeit ein entscheidender Faktor. Denn Nachhaltigkeit kann ohne den Abbau von sozialer und ökonomischer Ungleichheit nicht erreicht werden. Warum ist das so? Wir müssen hier bedenken, wie sich nachhaltige Rahmenbedingungen auf das soziale Gefüge unserer Gesellschaft auswirken. Denn obwohl ein großer Teil zur Nachhaltigkeit von der Politik geleistet werden muss, ist es hierbei wichtig, dass einzelne Menschen die Notwendigkeit zur Nachhaltigkeit verstehen und vor allem mittragen. Nur wenn wirklich alle Menschen erreicht und mit einbezogen werden, kann der Wandel funktionieren. Ein konkretes Beispiel. Nehmen wir an, Benzinpreise würden aus Gründen der Nachhaltigkeit angehoben werden. Wie wirkt sich das auf einen Großteil der Bevölkerung aus? Einige Menschen könnten sich somit ein Auto nicht mehr leisten, was wiederum oft mit einem Verlust der Mobilität und somit auch des Jobs einhergeht. In einkommensärmeren Gruppen sind Frauen überproportional hoch vertreten. Deswegen wirken sich Maßnahmen für die Gleichstellung aller Geschlechter und die Sicherstellung eines gleichen Lohns für gleichwertige Arbeit positiv auf das Ziel Nachhaltigkeit aus. Für Einzelpersonen ist es heute unmöglich, einen wirklich nachhaltigen Lebensstil zu haben. Die Reduktion von Fleischkonsum und die damit verbundene Verringerung von CO2-Emissionen wird oft genannt. Auf manches zu verzichten ist ja auch machbar, aber eine detaillierte Marktrecherche über die Nachhaltigkeit aller Produkte ist für Einzelpersonen überfordernd. Außerdem können sich viele Menschen einen wirklich nachhaltigen Lebensstil nicht leisten. Hier muss Nachhaltigkeit für Menschen erst einmal ermöglicht werden. Wir müssen also zeitgleich zur Schaffung neuer Rahmenbedingungen unterstützende Maßnahmen für die Bevölkerung setzen. Hier ist es besonders wichtig, niemanden auszuschließen. Es wirken sich folgende Maßnahmen positiv auf das Ziel Nachhaltigkeit aus. Der Ausbau von Rechten von People of Color, LGBTIQ+-Personen und Menschen mit Behinderungen. Eine gerechtere Verteilung von Vermögen. Der Zugang zu guter Gesundheit und lebenswerten Wohnraum für alle. Das Ermöglichen von Bildung wirkt sich ebenfalls positiv aus, denn je mehr Menschen Nachhaltigkeit verstehen können, desto besser. Aber um sich zu bilden, muss wiederum der ökonomische Druck auf Menschen abgefedert werden. Grundsätzlich gilt, Ungleichheit bedroht die langfristige soziale und wirtschaftliche Entwicklung, schadet der Armutsbekämpfung und zerstört das Gefühl der Menschen für Erfüllung und Selbstwert. Dies wiederum begünstigt Kriminalität, Krankheiten und Umweltzerstörung. In den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen, den sogenannten Sustainable Development Goals, kurz SDGs, ist genau diese Handlungsvielfalt zusammengefasst. Denn die SDGs beschäftigen sich mit Lösungen aus sozialer, wirtschaftlicher, demokratischer und ökologischer Perspektive. Alle Mitgliedstaaten der UNO haben nun die Aufgabe, diese Ziele umzusetzen. Denn wer möchte, dass allen Menschen unser Planet ein Anliegen ist, muss dies auch allen Menschen ermöglichen. Nur so kann die Transformation hin zu einer besseren Welt gelingen. Am besten jetzt.